Seit einigen Tagen gibt es jetzt hier den neuen Echo Show 8. Amazon hat hier wieder die Produktpalette von den ganzen Echo-Geräten noch ein bisschen erweitert und diesmal gibt es das Gerät halt auch mit dem 8 Zoll Display. Aber wo drin liegt jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Echo Show 5 und Echo Show 8? Denn so viel ist es nämlich gar nicht, aber wo der Unterschied ist, das kann euch am besten hier meine Assistentin für heute mal ganz kurz erklären. Echo Show 5 und Echo Show 8 sind beide voll funktionsumfängliche Echo-Geräte mit Alexa. An den smarten Displays kannst du deinen Alltag managen, Musik mit Songtexten von Amazon Music abspielen sowie die Nachrichten, den Wetterbericht und Entertainment-Inhalte stets im Blick behalten. Echo Show 8 verfügt über einen 8 Zoll großen Bildschirm, 52 mm Stereo-Lautsprecher mit Bassradiator sowie eine 1-Megapixel-Kamera mit integrierter Kameraabdeckung. Der kompakte Echo Show 5 hingegen bietet ein 5,5 Zoll großes Display, 42 mm Lautsprecher sowie eine 1-Megapixel-Kamera mit integrierter Kameraabdeckung. Ja, wie du jetzt gerade eben hören konntest, so groß ist eigentlich gar nicht der Unterschied, nur das größere Display und der Klang ist da ein bisschen besser. Aber wo ich finde, wo es ein großer Unterschied ist und der mich besonders freut, ist auch die Möglichkeit, die Visualisierung von MyoBroker hier drauf anzeigen zu lassen. Und da ist ein größeres Display natürlich immer was Schönes. Und wie wir das Ganze jetzt einrichten, das zeige ich dir nach dem Intro. Die kleine Visualisierung, die ich jetzt hier gerade auch anzeigen lasse, die habe ich mit dem IO-Broker erstellt. Und wie das Ganze jetzt Schritt für Schritt gemacht werden muss, sodass deine Visualisierung hier auch auf dem Echo Show landen kann, das möchte ich dir jetzt kurz zeigen und da nehme ich dich jetzt Schritt für Schritt hier in diesem Video mit. Viel Spaß! Wir starten jetzt erstmal im IO-Broker selber, denn hier müssen wir für die Visualisierung auf dem Echo Show 8 ein neues Projekt erstellen. So mache ich das eigentlich, weil es irgendwie schicker ist und mehr angepasst. Darum bin ich jetzt hier auch schon in der Übersicht drin und kann jetzt hier einfach zur Visualisierung springen oder halt natürlich hier auch über die Instanzen. Auch hier habe ich nochmal den Absprung zur Visualisierung. Und nachdem diese jetzt geöffnet ist, kann ich hier unter Setup dann ein neues Projekt erstellen, was ich jetzt auch mache. Das nenne ich jetzt einfach mal Echo Show 8. So, klicke auf OK und jetzt erzeugt er mir hier ein neues Projekt, was ich dann halt sehr schön für den Echo Show nutzen kann. So, jetzt bekomme ich jetzt hier natürlich erstmal die Demo-View auch angezeigt, brauche ich allerdings nicht, denn wir wollen uns da eine neue View erstellen und ich mache die View jetzt erstmal sehr einfach, ohne mehrere Ebenen und beziehungsweise auch ohne mehrere verschiedene Views. Wie ich das alles erstelle, dazu habe ich ja schon mehrere YouTube-Videos halt hier auf dem Kanal bereitgestellt. Das heißt, dort zeige ich auch nochmal, wie man die Views erstellt. Oder wenn du natürlich tiefer gehen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich auch immer den IO-Broker-Kurs für die Visualisierung, wo ich halt alles von Anfang an nochmal zeige, wie du die ganzen Sachen halt einrichtest bei dir zu Hause. Darum starte ich jetzt hier für dieses Video einfach nochmal ganz kurz mit einer Ansicht und wie du das halt auf dem Echo Show dann dir darstellen lassen kannst. So, meinen Namen für die View nenne ich jetzt einfach nur Echo Show 8, so, und habe das Ganze dann hier auch schon erstellt. Da ich halt diese View hier überhaupt nicht brauche mit dem Demo View, darum lösche ich die jetzt auch an der Stelle und dann hätte ich einfach nur hier meine View für den Echo Show 8. Als nächsten Schritt setzen wir dann nochmal die Auflösung fest. Das heißt, wir müssen ja gucken, dass halt auch alles dargestellt wird von unserem Echo. Und entsprechend konfigurieren wir hier nochmal die Auflösung, die auch der Echo hat. Dafür gehen wir hier oben auf Tools und dann halt, ja, hier steht es auch schon, vom Anwender definiert. Das heißt, wir wählen ja selber unsere Auflösung, die wir hier einsetzen möchten. Und um diese jetzt hier einzustellen, klicken wir hier einfach mal kurz auf dieses Symbol hier, denn dann können wir auch hier unsere Auflösung nochmal festlegen. Die Auflösung wiederum, die ist unterschiedlich. Beim Echo Show 5, da ist die Auflösung 960 Pixel in der Breite und 480 Pixel in der Höhe. Beim Echo Show 8 allerdings, da passt ein bisschen mehr drauf, da haben wir 1280 mal 800 Pixel. Also können wir das hier auch entsprechend dann eintragen, 1280 mal 800 Pixel. Und wenn wir uns jetzt hier unseren Bereich nochmal anzeigen, ich habe das jetzt extra ein bisschen hier größer gemacht für dich, dass du es auch vernünftig sehen kannst, haben wir hier so einen kleinen roten Rahmen. Das heißt, alles, was hier in diesem roten Rahmen drin ist hier, das wird auch später dann dargestellt werden können in unserer Visualisierung.
Als allererstes möchte ich mir die Hintergrundfarbe ein bisschen anpassen, denn weiß finde ich irgendwie nicht so toll. Darum bin ich hier unter Widgets und habe hier jetzt eigentlich kein Widget draufgeladen, also auch keins markiert an der Stelle, sodass wir hier rechts in den Eigenschaften jetzt auch die generellen Eigenschaften von dem View ändern können. Und dafür klicke ich jetzt hier auf CSS Hintergrund und kann hier mir einfach irgendeinen Hintergrund auswählen. Da gibt es ganz verschiedene. Man sieht das hier schon, dass da halt auch das entsprechend dann sofort auftaucht in meiner View hier. Und ja, wie gesagt, gibt es da ganz viele verschiedene, die ich hier wählen kann. Und was ich ebenfalls machen kann, ist, dass ich mir einfach irgendwie eine Farbe aussuche. Das heißt, auch hier kann ich einfach sagen, okay, ich möchte schwarz nehmen oder halt irgendeine andere Farbe, die du halt gerne hättest. Auch das ist eine Möglichkeit, dort den Hintergrund nochmal anzupassen. Ich hier für meinen Fall möchte jetzt einfach irgendwie einen Hintergrund haben, der so ein bisschen Verlauf hat. Das heißt, diesen hier, den wähle ich mir jetzt einfach aus und habe den jetzt auch dadurch schon mal gesetzt. Und jetzt können wir auch schon damit beginnen, unsere einzelnen Widgets hier zu positionieren, sodass wir dann auch die Möglichkeit haben, natürlich einzelne Geräte zu steuern bzw. uns einen Status abzurufen. Hierfür habe ich mir auch schon die HQ-Widgets installiert und entsprechend möchte ich hier nämlich als erstes mal, dass mir die Außentemperatur angezeigt wird. Finde ich irgendwie sehr wichtig irgendwie für mich, einfach erst recht, weil halt unser Echo Show 8 im Badezimmer positioniert sein soll. Darum finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man kurz weiß, wie halt dort die Außentemperatur gerade ist. Dafür, wie gesagt, habe ich mir hier dieses Outdoor Temperature einfach per Drag and Drop hier reingezogen und kann jetzt halt hier meine Ist-ID wählen, um halt ja dann entsprechend auch sagen zu können, wie halt gerade die Temperatur draußen ist. Ich mache das immer so, dass ich hier als erstes kurz das Zimmer auswähle. Finde ich eigentlich immer ganz praktisch, weil mein Temperatursensor ist draußen. So werden mir nicht alle möglichen Daten hiermit angezeigt und jetzt habe ich hier auch schon meinen Temperatursensor für den Carport. Wähle mir das hier einfach aus und schon habe ich hier das Ganze mit drin. Das heißt, hier steht die Temperatur auch und halt 6 Grad, gerade 65% Luftfeuchtigkeit. Das wird hier alles mit angezeigt. Die Beschreibung brauche ich hier nicht. Darum lasse ich die einfach mal weg, weil ich möchte das gleich ein bisschen anders hier machen von der Aufteilung her. Und so lasse ich es erstmal an der Stelle. Dann möchte ich ebenfalls noch eine Lampe schalten. Die setze ich mir einfach mal da drunter. So, erstmal grob ausgerichtet nur und auch hier muss ich mir die Objekt-ID nochmal auswählen. Das heißt, ich klicke hier auch auf dieses kleine Icon hier rechts, um die Objekt-ID zu wählen und sage hier auch schon beim Raum Badezimmer oben. Hab dann hier mein Homematic IP Wired DRS8, wo ich halt eine Lampe dran angeschlossen habe und wähle mir dann hier das Objekt für den State aus. So, auch hier mache ich das gleiche nochmal. Ich nehme halt die Bezeichnung dort einmal weg, sodass ich nur noch das Icon hier habe. Und habe jetzt hier schon mal meine Temperatur für draußen und mein kleines Icon einfach, um halt dort mir das Licht ein- und ausschalten zu können beim Badezimmerspiegel. Jetzt fehlt mir hier rechts daneben natürlich noch so ein bisschen die Bezeichnung. Ich weiß ja gar nicht, wofür jetzt dieser Lichtschalter wäre. Darum wähle ich jetzt hier einfach aus der Liste nochmal das Sternchen aus, sodass alle dargestellt werden und ziehe mir so ein HTML-Feld hier mit rein. So positioniere mir das auch leicht und sage dann hier einfach Temperatur draußen, ohne großartigen HTML-Code erstmal. Kann jetzt hier allerdings auch übers CSS nämlich auch nochmal meine Schriftart wählen und auch die Farbe für die Schrift und die Farbe soll nämlich hier weiß sein und kann das Ganze dann natürlich auch nochmal ein bisschen größer gestalten von Size und mache das hier zum Beispiel, ja, extra large ist schon fast ein bisschen zu groß, darum nehme ich einfach mal nur das extra large. So, das passt mir eigentlich sehr gut und habe jetzt hier auch meine Beschriftung dafür dann. Diese Beschriftung möchte ich natürlich auch für das Licht haben, darum markiere ich die jetzt einmal, drücke hier STRG C auf dem Rechner und dann nochmal STRG V, jetzt habe ich das einfach nur mal kurz kopiert, geht halt wesentlich schneller, als wenn ich das alles nochmal schreiben muss oder nochmal reinziehen müsste. Und dann sage ich hier jetzt einfach nur BH Spiegel und dann weiß ich auch, wofür das Ganze dann ist. Meine einzelnen Icons hier, die richte ich nochmal aus, indem ich die jetzt beide markiere, kann ich einfach auch so per Drag and Drop machen, habe die beide hier nochmal markiert und kann dann an der Stelle nämlich auch diese ausrichten, indem ich hier nochmal auf Widgets klicke und dann hier
die schön ausrichte, sodass die dann auch einen gleichen Abstand dann nochmal haben und schön untereinander sind. Jetzt habe ich hier erstmal diese beiden Sachen schon mal mit drin und ja, natürlich möchte ich mir das Ganze auch kurz anschauen, wie es denn jetzt bisher aussieht. Das mache ich aber nicht auf dem Echo Show, sondern erstmal hier im Browser. Dafür klicke ich hier auf dieses kleine Icon hier, auf dieses Dropdown und sage dann hier Runtime im neuen Fenster aufmachen. Und dann öffnet er das auch schon und kann mir das hier schon mal mit anschauen. Aber nicht nur anschauen, ich kann es auch bedienen, nämlich denn, wenn ich hier draufklicke, dann geht jetzt sogar auch schon das Licht mit an. Zwischenzeitlich habe ich meine Visualisierung jetzt noch ein wenig erweitert. Das heißt, ich habe hier ein bisschen mehr einen Rahmen mit reingebaut. Den findest du hier ebenfalls mit dem Border und das noch ein bisschen konfiguriert hier. Habe also hier meine Smart Home Komponenten, die wir gemeinsam hier schon reingesetzt haben. Habe dann hier unten das Wetter nochmal drin, das heißt, ich habe hier ein Radarbild mit drin und halt eine Vorhersage für die nächsten Tage und zu guter Letzt auch nochmal eine Kamera mit eingebunden, sodass ich so ein bisschen eine Übersichtsseite habe für mich selber, wo ich einfach die einzelnen Dinge schon mal sehen kann, wenn ich das möchte. Auch das schauen wir uns natürlich nochmal ganz kurz in dem Fenster dann an. So sieht das Ganze halt im Moment aus. Das heißt, hier unten das Wetter, oben halt Smart Home und halt die Kamera vom Carport nochmal mit eingebunden. Aber wie kriegen wir das jetzt aus den Echo Show? Und da machen wir beide jetzt kurz nochmal weiter. Die Einstellung dann im Echo Show ist relativ simpel. Was wir jetzt nur machen müssen, ist Firefox öffnen, denn der Browser Firefox selber ist vorinstalliert auf dem Echo Show. Das machen wir wie folgt. Alexa, öffne Firefox. Hier ist Firefox. Und schon sind wir auch drin hier in unserem Browser. Hier dann im Firefox, wenn wir den geöffnet haben, müssen wir nur noch unsere Adresse eintragen. Das machen wir hier oben einfach, die wir ja gerade eben auch im Browser hatten in der Visualisierung. Das heißt, ich trage jetzt hier einfach kurz die Adresse ein und klicke danach hier unten einfach nur nochmal auf Los. Dann öffnet er auch schon die Visualisierung, die wir uns ja gerade eben selber erstellt haben. Und ja, wichtig an der Stelle ist jetzt, dass wir hier auf diese Pin-Nadel drücken, denn jetzt ist halt die Seite auch als Startbildschirm festgesetzt. Aber wie du siehst, jetzt haben wir oben hier noch diese Adressleiste, die wollen wir natürlich nicht immer sehen. Darum swipen wir die einfach raus und schon haben wir jetzt hier unsere Visualisierung auch drauf. Und jetzt können wir natürlich auch hier zum Beispiel das Badlicht mit einschalten und auch mit ausschalten. Sehen halt unsere Kamera, die eingebunden ist, aktuell halt das Regenradar und auch das Wetter. Ja, für die Zukunft, für die nächsten Tage, was ich eigentlich sehr praktisch finde. Um jetzt wieder in den Startbildschirm zu kommen, das können wir natürlich nochmal kurz ausprobieren. Alexa, zeige den Startbildschirm. Somit wechseln wir wieder zurück und auch wenn wir das Firefox jetzt wieder öffnen, Alexa, öffne Firefox. Hier ist Firefox. Dann haben wir dort ja unsere Startseite gesetzt und die öffnet sich an der Stelle natürlich jetzt ebenfalls wieder. Das war jetzt das kurze Video hier zum Thema, wie man überhaupt eine Visualisierung hier auch für den Echo Show erstellen kann. Wenn dich weitere Infos hierzu interessieren, dann würde ich dir immer noch meinen I.O. Broker Kurs empfehlen, den es auf verdrahtet.info gibt. Wie immer, für das Video freue ich mich, wenn du dein Feedback einfach mal unten mit in die Kommentare reinschreibst und ebenso freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns sicherlich das nächste Mal wieder. Bis dahin erstmal danke, ciao!